Eine Fahrradtour an einem freien Tag bei gutem Wetter. Die wunderschönen Landschaften Mecklenburg-Vorpommerns sind besonders einladend. Leider aber stellt so mancher Radweg in unserem Land Fahrradfahrer vor ungeahnte Herausforderungen. Widersprüchliche Beschilderung oder schadhafte Strecken erschweren Touren. Mecklenburg-Vorpommern hatte schon 2016 beim Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC, nur noch mittelmäßig abgeschnitten. Der schlechte Zustand des Radwegenetzes wirkt sich inzwischen auch auf den Tourismus im Land negativ aus. Und aus den neuesten Befragungen wissen wir, dass sehr, sehr viele Touristen, die mit dem Fahrrad hierher kommen, etwa jeder Zweite nutzt hier ein Fahrrad, wenn er als Tourist hierher kommt, sehr unzufrieden sind mit der Radwegesituation. Und es gibt sehr viele Rückmeldungen von Menschen, die Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr zu ihrem ersten Urlaubsland machen möchten. Nicht nur die Fahrradlobby schlägt Alarm, auch Otto Normal-Radfahrer ist frustriert. Fahrradfahren in Rostock ist eine Katastrophe. Kann man mal so sagen, Fahrradwege. Ich komme von Gelsdorf und seit bummelig 20 Jahren hier hat sich nichts verändert. Es wird alles zugebaut, die Ampelregelung ist beschissen, die Fahrradwege an sich auf der Straße, die gibt es sowieso nicht. Also von daher, für die Autos wird alles gemacht, aber für Fahrradfahren wird gar nichts gemacht. Sie müssten besser sein, vor allen Dingen ausgebaute. Und wenn die Wintermonate wieder losgehen, dann ist nicht ein einziger Radweg gefegt. Das Problem: Für die Radwege gibt es unübersichtliche Zuständigkeiten. Radwege an Bundes- oder Landesstraßen sind in einem guten Zustand und werden in Schuss gehalten. Bei den Radwegen in kommunaler Verantwortung ist die Situation eine andere. Wir haben aber eben auch große Teile, die in kommunaler Trägerschaft sind, die zum Teil in den 90ern geschaffen wurden, mit nicht seltenem Fördermitteleinsatz. Und wenn es dann den Kommunen nicht gelingt, aus verschiedensten Gründen, oft auch finanziellen Gründen, eine Unterhaltung sicherzustellen, wenn sie Radwege haben, die unter ungünstigen Bedingungen in der Nähe von Bäumen verlaufen, durch Wälder verlaufen, wo einfach Wurzelwerk dann auch arbeitet, da können sie gar nicht vermeiden, dass der Radweg auch Schäden kriegt. Dann ist, wenn sie nicht regelmäßig entsprechend Geld investieren, irgendwann ein Zustand erreicht, wo man dann auch als Radfahrer spürt, dass der Erhaltungszustand nicht mehr optimal ist. Die massiven Förderungen für den Ausbau der Radwege haben die Kommunen in den vergangenen Jahrzehnten gerne in Anspruch genommen, allerdings ohne an die Folgekosten zu denken. Der ADFC Mecklenburg-Vorpommern hat klare Forderungen. Unsere konkreten Forderungen sind in allererster Linie mal eine bessere Koordinierung all dieser unterschiedlichen Träger, Baulastenträger, Kommunen, Kreise, Land. Eine bessere Koordinierung wäre ein erster Ansatz. Niemand würde eine normale Landstraße so planen, dass sie am Ortsende aufhört und der Pkw-Fahrer dann 2 Kilometer über eine Sandpiste muss, bis dann die nächste Straße anfängt. Das ist aber beim Radweg in unserem Land Alltag. Und das muss unbedingt angefasst werden, dass wir mehr Geld dafür brauchen, dass mehr Geld in diese Infrastruktur fließen muss. Das ist ein klarer Effekt, den brauchen wir. Seit dem 1. September 2018 wird wieder der Fahrradklimatest durchgeführt. Bis zum 30. November werden Radfahrer befragt und Radwege getestet. Hat sich die Situation weiter verschlechtert? Fest steht, es muss etwas passieren. Mecklenburg-Vorpommern verliert sonst seinen Ruf als schönstes Fahrradbundesland Deutschlands.